Erich Kästner, Das fliegende Klassenzimmer, Interpretationsansatz und Rezeptionsgeschichte. Wie kann ein erwachsener Mensch seine Jugend so vollkommen vergessen, dass er eines Tages überhaupt nicht mehr weiß, wie traurig und unglücklich Kinder zuweilen sein können? Das fragt Erich Kästner in seinem Vorwort. Er regt sich darin über einen anderen Kinderbuchautor auf. Jener tut nämlich so, als ob die Kindheit aus prima Kuchenteig gebacken sei. Kästner hält das für eine Lüge und er folgert, es sei egal, worüber man trauere, ob über eine zerbrochene Puppe oder einen verlorenen Freund. Die Kindertränen seien nicht kleiner als die der Großen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com